Ja, hallo zusammen, ich bin Flux, Kommandator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Kumpel von Captain Fry 277. Und zwar den Red Devil. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. MV aus dem Clan Goroll, ne? Aus dem selben Clan. Ja, ist hier unterwegs mit dem 9er Heavy der Tschechoslowakei, der Tschechen, ne? Der TNH TVZ 51 auf der Map Berlin. Im westlichen Teil gestartet im 9er 8er Battle und wir haben hier 7 9er 8 8er dort auf 5 Heavys, 2 mittleren Panzer, 5 TDs, 3 Lights. Nur mit der Arti, ja, hat hier die 2 Schuss Kanone drauf, die 122 mm, die 9er Kanone. Ja, Reload-Zeit haben wir gesehen, gleich 22 Sekunden hat die, ne? Und dann gucken wir hier in den ersten Kandidaten. Hammer, jawohl, erstmal ein IS-3, schön zwei Löcher. Oh, das sah aus wie so ein Feldstecher. Ja, Munitionsunterdruck hat 10 mal AP mit 252 Durchschlag, 440 Damage und 24 mal APCA Premium Munition mit 294 Durchschlag. Dann hat er HE 6 mal dabei, 530 Damage, 68 Durchschlag. Kleines Red Kit, kleines Pink Kit und Wuchteln, glaube ich, heißen die, ne? Bei den Tschechen. Ja, hat hier die Frankenstein-Tarnung drauf, habe ich gerade gesehen. Erste Kandidat ist auch gleich raus, der Lux 66. Oh, Objekt 705 klingelt. Wollen wir ihn reinlassen? Nein. Ah, IS-3 am Turm gebounced. Der gegnerische TNH. Oh, schön die Seite. 444. Prost, mein Junge. Und zack, da ist der gegnerische TNH raus. Hat sich ja AE für IS-1 gegönnt. Mission gucken wir gleich. Können wir jetzt machen. Das schwere Panzer 12 gut gepanzert in Richtung T55A. So, es geht voran. Oh, den ELC Even 90 in die Seite getroffen. Okay. Ah, IS-3. 411. Aber jetzt hier das Objekt 705. Schön zwei Treffer. Erstmal 900 HP abgeknabbert. Dem Objekt 705. Wir sind beim Damage von 2281. Ja, der Treffer von IS-3 hätte nicht sein müssen. Aber naja. 2 zu 2 steht es. So, WZ 114 kommt hier an. Aber jetzt. Jawohl. Seitwärts den Turm. Rausgenommen. Erster Kill. So, eine Granate da noch drin. Inclip. Reload weiß ich gar nicht. So, erstmal das Objekt 705 rausgenommen. Zweiter Kill. 3036 Damage. Ach, Reloadzeit haben wir jetzt hier. 23,64. Also 23,6 Sekunden für die zwei Schuss. Ja, die Kanone gibt es auch nochmal mit einem Schuss nur. Na? Das aber hier die mit Magazin. Mit zweier Magazin. So, 5 zu 5 steht es. 4,5 Minuten sind gleich rum. 6 zu 5. Einmal hier am Reichstag vorbei. Oh, hier ISO gefunden. 152. Aufpasse. Die macht 750.
Und schön ins Heck rein. Erster. Zweiter. So. Da kann auch der Fahrer nach hinten gucken. Wunderbar. Zwei Gucklöcher reingebaut. Und da geht die ISO raus. Hier gibt es noch Unterstützungsschaden. Wir sind beim Damage von 3879. 1147 Aufklärungs- und Unterstützungsschaden. So, Mr. Frankenstein, was geht hier noch ab? Skorpion. Stritzwagen. Ah. Ja, vielleicht den Stritzwagen eher. Ah. Ja, da kriegt er einen Schuss ab vom Stritzwagen. Aber kann ihn dafür rausnehmen. Dritter Kill. Und Objekt 430. Jawohl, schön in die Seite. Vierter Kill. So, Skorpion G will. Die Kette. Tja, da hat der Skorpion aber schlecht gezielt in die Kette. Wollte wohl das erste Kettenrad treffen und penetrieren. Ist aber abgeprallt. Mit seiner Premium Moon. So, jetzt kannst du dich verabschieden. Ah, okay. Nimmt er nochmal das Munitionslager raus. 346 Hitpoints bleiben den guten Red Devil. So, ich habe hier ein M3Y. Achter Heavy, der Jolpanzer, die jetzt neu in ins Spiel reingekommen sind. Ja, mach's gut. Ah, 4 Sekunden noch zum Reload, da kriegt er nichts ab, oder? Doch. Da macht er ihn klar. 6. Kill und die Runde ist zu Ende. Ja, Krieger in der Tasche. Ja, das geht doch. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift. Ja, TNH Panzerass. Oder ist es das Panzerass? Dann haben wir hier Speer, Handgottes, Schläger, Duelland, Wirkungsfeuer 112.770 Credits. XP kommen wir später. Großkaliber. Und die Kriegermedaille noch geschafft. Wunderbar. 6 Kills in gemeint Teamscore. 5197 Damage, 1482 Basis-XP hingemandierte Report rein. 15 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 14 Mal durchschlagen. Wunderbar, ne? Das sind 100%, auch wenn der eine nicht durchschlagen hat. Ja, und dann sind hier 490 geblockt und 1147 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Macht einen kombinierten Schaden von 6344. Gefahren ist er 2 Kilometer und dafür gab es 50.120 Credits. Der persönliche Reservenbonus 37.590 macht die 112.770 abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit bleiben 3.184 über. Das Ganze in 7 Minuten 13 und dann die Basis-XP von 1.482. Na? Persönlicher Reservenbonus 2.223 XP dazu macht 4.446 XP und 111 freie Erfahrung. Ja, sehr schöne Runde mit dem TNH TVZ51. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ihm gefällt auch das Video. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.